Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wohlauf. Denn ich habe heute einiges überlegt. Wir schauen uns mal an, welcher Mann oder welche Person möchte mit dir sein, bei dir sein, möchte zu dir, also in deiner Nähe sein. Und da habe ich sogar genug Power, um heute auf zwei Decks zu schauen. Ja? Ich werde gleich noch einen Stein für dich ziehen. Ja, tatsächlich ziehen, sodass wir dazu eine Orakelkarte bekommen. Und du darfst dich entscheiden, für welchen Stapel du dich interessierst. Es kann natürlich auch sein, dass du dich für zwei Stapeln interessierst oder du sagst, du schaust einfach auf zwei Energien, ja, auf zwei Energien oder gut, ich denke schon, dass man sich insgeheim wünschen könnte. Ich wünsche mir, es wäre er, ja, und auch mit so einer Einstellung darfst du dich natürlich auch für ein Deck entscheiden oder für beide Decks entscheiden. Und es gibt noch eine Option natürlich. Ja, du darfst diese Legung komplett anschauen, dich einfach inspirieren lassen und vielleicht erkennst du jemanden. Gut, vielen herzlichen Dank für eure Likes und eure Unterstützung. Und falls du bei meinem Kurs Energien der Herrscherin ab 1.6.2024 dabei sein möchtest und dein Leben sowas von transformieren möchtest, mit meiner Unterstützung, mit meiner Begleitung, dann würde ich mich sehr über dich freuen. Lass uns diesen Sommer einfach mal rocken, will ich sagen. Rocken. Lass uns auch Röcke tragen. Wir können machen, was wir wollen, ja? Wir sind die Herrscherinnen. Und übrigens, ja, damit man ein bisschen mehr von dieser Weiblichkeit reinbekommt, tut Dinge, ja, tut Dinge, die so weiblicher angehaucht sind. So ist einfach mehr Röcke zu tragen. Das ist auch schon mal etwas. Jetzt geht es um die beiden Stapelchen. Hier schon mal ein Stein, hier zwei Stein. So, ein Stein, zwei Stein, drei Stein. Okay, jetzt. Ich zeige dir mal die Energien und werde einige Stichpunkte dazu vorlesen und du überlegst, ob es denn mit dir resoniert. Hier kommt ein roher Morganit. Ein roher Morganit. Ah, das sehen wir in dem Gesicht. Siehst du das auch? Aber vielleicht ist es nur noch meine optische Geschichte. Ja, muss nicht deine sein. Und hier kommt ein rosafarbener Saphir. Passt auch zu meiner Blume hier. Und was ich schön finde, ja, irgendwie sind wir hier, was Farben angeht, in gleichen, ja, in gleichen Abstufungen unterwegs. Erinnert mich sehr an die Energie des Rosenquarzes, ja. Okay, hier die Steinchen, meine Nägel. Ja, wie immer, das ist eben mein Markenzeichen. Okay, jetzt Roher Morganit, Nummer 44. Einige stehen total auf Zahlen. 4 plus 4 ist 8. Vielleicht etwas Unendliches, wo du denkst, oh, unendlich, unendlich denke ich an jemanden und hoffe sehr, dass ich ihn in diesem Deck wiederfinde. Okay, hier geht es um Sensibilität, Sanftmut, Empathie, Mitgefühl, das Geschenk der Verletzlichkeit und Selbstvergebung. Mehr möchte ich erstmal nicht lesen und ich schlage vor, die Beziehungsbotschaft können wir eventuell am Ende der Legung lesen. Ja, sonst sind wir hier nur noch lesen die ganze Zeit. Jetzt zu Stapel 2, rosafarbener Saphir. Es geht hier um Vergebung, die Heilung wählen, akzeptieren und loslassen, Besänftigung des Herzens. Stehst du auf Besänftigung des Herzens, dann ist das eventuell auch deine Energie. Jetzt nochmal schön einatmen, ausatmen. Und das dreimal. Und dann, wenn du bereit bist, legen wir los. Alle Zeiten findest du
In der Videobeschreibung, dort sind die Zeitstempel verlinkt. Herzlich willkommen, Position 1. Ich lasse die Energie hier auch wirken. Eine schöne Aura. Welcher Mann möchte bei dir sein, möchte mit dir sein, möchte sich heute zeigen? Wie wirst du denn von der höheren Macht heute gesehen? Manchmal ist es gut für die Selbstreflexion, ein bisschen reinzuschauen, okay, wie bin ich denn heute drauf? Du bist heute in sogar in einer männlichen Energie drin. In einer Energie, wo du viele Dinge unter Kontrolle hast, deine Ressourcen unter Kontrolle hast, du hast dein Leben eventuell im Griff, ja, du hast es besser im Griff als vorgestern. Ja, heute ist etwas geschehen, vielleicht gab es hier irgendeinen Geldeingang, ja, wo du irgendwelche Summen reinbekommen hast, wo du eventuell auch nicht mit gerechnet hast. Es geht dir hier finanziell sehr, sehr gut. Und du blickst nach vorne. Du blickst nach vorne und hoffst natürlich, dass du deine Gefühle auch unter Kontrolle gut halten kannst, dass du dich auch blind für das Richtige für dich entscheiden kannst. Unendlichkeit, Unendlichkeit, da kommt schon die liegende Acht, ja, die Lemniskate. Unendlich muss man sich entscheiden, unendlich. Wir entscheiden uns nun mal die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit ist nur noch eine Entscheidung pur und hier hoffst du sehr, dass es richtig von dir war, vielleicht sogar etwas Wichtiges hinter dir zu lassen und einfach weiterzugehen, denn du hast ganz viele Träume, du hast viele Visionen, du möchtest dich auf deine Karriere, auf deine Arbeit, auf deine Projekte, auf den Wohlstand, ja, sei es auf deine Verdienste konzentrieren und da denkst du und hoffst, ja, es ist anscheinend womöglich eine richtige Entscheidung. Na gut, jetzt mal zu der Person, denn ich sehe, du wartest schon sehnsüchtig, was das für dich für eine Lektion war. Das wirst du dann sehen. Dennoch glaubst du an dich. Und du findest, du bist selbst wirksam genug, sodass du dein Leben auch meistern kannst, sodass du irgendeine Situation oder etwas, was neu entstanden ist oder etwas schon mal aus der Vergangenheit, dass du das ganz gut vollenden kannst oder weiterführen kannst oder aufrollen kannst, ja, sodass es dir gut geht. Das ist so deine Energie. Also sehe ich auch eine sehr sanfte Energie, eine gechillte Energie. Passt zu diesen Farben. Auch viel Vertrauen ist da drin. Du vertraust dir selbst, weil du kennst dich selbst. Und gefühlt, ja, ist das schön. Ist das schön. Eventuell auch richtig. Wirst du sehen. Ich entscheide nicht. Ja? Nur du wirst das dann für dich sehen. Nun, jetzt zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm. The breaking news. Who are you? Er sagt, ich bin der Ritter der Stäbe, ich brenne für dich, ich. Oh, du besitzt ein Einhorn. Er bewegt sich auf so einem Einhorn und wir haben gedacht, solche Einhörner existieren nicht. Doch, dieser Typ, er hat eins davon. Er hat eins davon. Jetzt wissen wir Bescheid. Wer über Einhörner verfügt, wie aus einem Märchen. Und da, wo ich sagte, du wartest sehnsüchtig. Interessantes Bild. Als ob es hier eine Beerdigung stattfindet. Das ist nach keltischen Brauch. Ist ja fast wie bei den Wikingern. Ja, denn die verbrennen deren Toten auch auf solchen Booten. Vielleicht hast du schon mal irgendeine so eine Filmszene oder eine Doku gesehen, wo es darum geht. Könnte einer aus deiner Vergangenheit sein. Ja, eventuell auch einer, von dem du da läufst.
ja, wo du sagst, eventuell ist das nicht meiner, denn meiner reitet an sich solch einen Dreihörner, Bullen. Was ist das? Ein Bison? Wer ist das? Was sind das für Fortbewegungsmittel? Das sind die Kelten, ja, die waren wohl kreativ. Oder es gab früher solche Tiere, sind die ausgestorben? Irgendwas haben wir in unseren Geschichtsbüchern nicht festgehalten. Etwas wurde verpasst. Die Mammuts? Ja, aber wo sind denn die drei Hörner und Einhörner, bitteschön? Gut, okay. Wie sieht er dich? Huf. Warte. Ja, schön. Ich denke, schauen wir mal, die ganzen Trolls oder was sind das für Viecher? Sie wollen sie irgendwie ärgern und so sieht er dich. Kann sein, dass er dich total verärgert hat und du dir gedacht hast, du weißt du was, ich habe was Besseres zu tun. Ja, spiel mal deine Spiele mit deinen ganzen Trolls und reite deine Dreihörner und ich verschwende einfach. Ja, ich zaubere Luft und du siehst mich nicht. Und Nebel zauberst du. Also, wie sieht er dich? Du bist genervt. So sieht er dich. Du bist total genervt und du möchtest dich auch schützen. Wie sieht er dich noch? Er denkt, du träumst trotzdem von solchen magischen Tieren und eventuell von ihm. Könnte auch denken, du hast Gefühle für ihn. Oder ist es ein Wunschdenken? Ich gucke mal gleich weiter. Wie sieht er sich noch? Ah, ist es ein Wunschdenken? Habe ich nachgefragt. Das könnte es sein. Das weiß er nicht. Denn das ist ein Geheimnis für diesen Typen. Er denkt sich vielleicht, egal wie ich sie ärgere, ich ziehe an ihrem Zopf, an ihrem Kleid, ja, ich benehme mich wie ein Troll, aber sie reagiert nicht. Vielleicht hatet er sich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er so ein Hater, ja, und schreibt irgendwelche Hate-Kommentare und dann denkst du dir, okay, er braucht Aufmerksamkeit, das auf jeden Fall. Er versucht, dich emotional aufzuregen und auch zu erregen, um aus dir auch herauszukitzeln, ob du denn nun mal wirklich Gefühle für ihn haben könntest. Das sind Methoden, das sind Methoden. Vielleicht stammen diese Methoden auch aus so einer Zeit der Kelten, wer weiß. Andere Zeiten, andere Sitten. Heute haben wir NLP, ja, sowas. Aber vielleicht entstammt das auch dem ganzen Zeug. Okay, jetzt soll er sich mal beschreiben. Wer ist er? Bist du eine Frau oder denkst du an die Frau? Ganz viel weibliche Energie an der Mond. Oh mein Gott, was ist hier los? Bist du eine Frau? Oder hast du lauter Frauen um dich herum? Königin der Kelche, der Mond kommt und die Herrscherin. Ist das hier Wahnsinn? Oder könnte natürlich sein, du bist ein Mann, schaust auf eine Frau. Ja, dann haut es so sogar hin. Oder weiß ich nicht, es muss nicht immer sein, Mann, Frau. Das wisst ihr bestimmt. Ja, ich habe irgendwie keine Lust, das immer wieder zu erwähnen, weil in uns sind unterschiedliche Energien da. Ja, auch männliche, weibliche, in uns ist alles drin. Manchmal sind wir mehr auch als Frau männlich unterwegs und das ist gut so. Manchmal sind wir mehr als Mann fräulich, fräulich unterwegs. Jungfräulich. Wieso kommt mir jungfräulich? Vielleicht war er noch nie intim. Träumt von dir, denkt sich, wow, wenn ich hier richtig kitschig werden soll, ja, und du denkst, ja, Anna, komm, hau raus. Ich weiß, er hat Gefühle für mich, vielleicht hat er das schon gesagt. Dann sagt er ja, er liebt dich, ja, er liebt dich. Du bist die tolle, wunderschöne Frau, für die er ganz schöne Gefühle eben empfindet und möchte nur noch wissen, ob du ihn auch liebst, ja, ob du vielleicht diese Gefühle wirklich versteckst und er sieht noch, du bist die eine Frau, die er für sich anvisiert hat. Ja, du bist
wirklich die Herrscherin und du bedeutest ihm die ganze Welt. Ja, was ist das hier? Dschungel? Du bedeutest ihm all das. So ein Regenwald bedeutest du ihm. Du hast reichlich, du hast alles da, deine Energien sind saftig, wunderschön, du blühst. Ich möchte diese Legung nicht in so eine Länge ziehen. Ich denke, du hast es schon verstehen können, wer da sein kann. Auf jeden Fall möchte er wissen, ob du nun mal auch für ihn Gefühle empfindest. Jetzt darf er ein bisschen reden. Was willst du noch? Was willst du noch? Hier könnte ein Fatalist sein. Er denkt, ja, es geschieht alles so, wie es geschieht. Ja, irgendwie ist da unser Schicksal und irgendwie wird sich alles zusammenfügen. Irgendwie gibt es Licht am Ende des Tunnels für uns. Und du denkst dir, schön, ja. Und du denkst dir, na gut. Wenn er da schon so sich sicher ist, na dann ist das diese ewige Überlegung. Was habe ich davon? Ja, was habe ich davon? Ja, wir warten, ob es morgen schneit. Und wenn es nicht schneit, dann schneit es nicht. Alles gut, ja. Das ist wie, ich mache nichts, aber ich hoffe, für mich wird erledigt. Irgendwo ist es auch Verantwortung verlagern, finde ich. Denn die Menschen, die sind nicht ausgeliefert. Wir haben immer noch freien Willen. Wir können selbst auch tätig sein. Ja, und diese ganzen Fatalisten und Menschen, die nur noch denken, es gibt nur noch Schicksal. Ich möchte es wirklich nicht bewerten. Ja, aber falls du so ein Mensch bist, ja, denk mal darüber nach. Warum erlaubst du dir Flexibilität nicht? Warum ist dir genauso eine Starre wichtig. Ja, so dass du sagst, ach, es wird so kommen, wie es kommt. Natürlich wird es so kommen, wie es kommt, aber du bist nicht überflüssig, ja, in dem Prozess. Denn du hast als Mensch, als Seele auch Entscheidungsmacht, sogar Macht. Und du hast einen Drachen, ja, nicht nur Einhörner. Sogar einen Drachen konnte er fliegen. Seine Gefühle für dich möchte ich nochmal explizit fragen. Kontrolle ist besser, ja? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was er noch denken könnte, dass es mehrere gibt, ja, die um dich kämpfen, aber er denkt, er ist natürlich vom Schicksal auserwählt. Ja, er wird alle besiegen und sein Drache hat den besseren Treibstoff getankt, ja, sodass er da am besten Feuer abgeben kann. Er ist sowas von selbstbewusst und von sich überzeugt, versteckt seine Gefühle. Bei vielen versteckt er seine Gefühle. Ja, das ist wie so ein Spiegeln. Er vermutet bei dir eventuell, hat sie Gefühle, hat sie nicht. Warum vermutest du das? Kannst du sie selbst nicht fragen? Ja, kannst du sie nicht direkt fragen? Ja, das ist so dieses. So wie ein kleines Kind. Ich spiele mit dir, ja. Ich ziehe an deinen Zöpfchen, anstatt aus sich herauszugehen, ja, zu sagen, so jetzt packe ich mal an, ja, und jetzt frage ich sie mal vernünftig und rätsele hier nicht durch die ganze Zeit. Ne, hier sehe ich einen sehr kontrollierten Typen, König der Schwerter kommt hier zum Vorschein, zwei der Schwerter, der eben auch unter anderem seine Gefühle für dich versteckt. Wie er für dich fühlt, was er mit dir alles Schönes sogar plant, vier der Stäbe oben, ja, das sind eben auch diese Liebenden. Und das ist wie so, als ob sie soll mich krönen, ja, sie soll mich krönen und dann bin ich mir sicher, dass sie mich aussucht. Ich weiß es nicht, vielleicht sind das jetzt so die Zeiten, wo die Frauen Männer erobern sollen, ja, vielleicht sind wir schon in so einem Zeitalter unterwegs und ich weiß es nicht. Das ist ja eben Geschmackssache, ja. Und nicht jede Herrscherin mag das, ja. Nicht jede Frau steht auf sowas, wo die Frauen dann eben Drachen fliegen müssen und diese Männer jagen müssen. Gut. Denk mal darüber nach
Und ich wünsche dir alles Liebe und dennoch eine Beziehungsbotschaft habe ich dir versprochen. Zu deinem Stein. Wir gucken gleich rein. Was gibt es hier Schlaues? Wir alle haben Gaben in uns, um sie mit anderen zu teilen und eine tiefe Sehnsucht danach, gebraucht zu werden. Öffne dich für eine Partnerschaft, die beiden Seiten erlaubt, zu geben und zu empfangen. Es heißt jetzt, auf andere zuzugehen, anzunehmen, was dir freimütig angeboten wird und den ständigen Fluss des Gebens und Nehmens wahrzunehmen, der dich mit den Menschen in deinem Leben verbindet. Wenn du mit jemandem zu nah auf Tuchfühlung bist und dich fragst, wo du aufhörst und der andere beginnt, dann nimm für eine Weile die Verbindung mit dem Geist des Rhodonits auf. Wieso bin ich hier beim Rhodonit gelandet? Moment. Spannend, aber dann muss das so sein. Er hilft dir, wieder zu gesunden, über durchlässige Grenzen zu kommen und die Balance wiederherzustellen. Wenn du dir bei aller Aufgeschlossenheit deines Wertes bewusst bleibst und für andere mit einem gesunden Selbstgefühl da bist, wirst du Menschen anziehen, die es dir darin gleich tun. Ich finde, das passt. Deswegen habe ich nicht aufgehört. Ja, ich habe jetzt für Rhodonit die Bedeutung gelesen. Das ist Nummer 43. Ja, aber es geschieht nichts umsonst. Und ich finde, die Botschaft passt. Ja, auch Frauen, das heißt beide, ja, beide sollen eben aufstehen. Vielleicht bist du eher diejenige, ja, weil falls die Legung so ein bisschen spiegelt, die denkt, ah, nur er muss mich erobern. Ja, ich sitze hier auf meinem Thron, ich bin ja so eine Herrscherin. Ja, jetzt habe ich mich hier herausgeputzt. Und der Typ muss da ackern. Weiß ich nicht, ja? Was ist heute? Was ist heute normal, sagen wir mal? Oder was findest du normal? Was wäre okay? Vielleicht so ein bisschen mehr Flexibilität für beide, ja? Dass beide nicht denken, oh, wir sind so stolz, ne? Unsere Krone hat die besseren Zanken, ich habe ein blaues Blut, ja? Meine Knochen und Gelenke sind sowas wie aus Porzellan. Ja, ich sehe so wunderschön aus, dass ich bloß nicht meinen Finger rühren darf oder kann. Ja, sonst könnte ich noch sterben von. Also, das ist noch ein bisschen Futter für euch. Alles Liebe, liked und für private Legung stehe ich euch zur Verfügung. Bye, bye. Willkommen, Position rosafarbener Saphir. Welcher Mann möchte mit dir zusammen sein, möchte bei dir sein? In welchen Energien bist du? Es geschieht nicht viel in deinem Leben. Geschieht nicht viel. Du wartest. Sehnsüchtig eventuell auf irgendeine Botschaft. Hier sehe ich irgendwelche Briefe sogar. Briefe. Immer noch. Prinzessin der Stäbe. Ja, Stagnation geschieht nicht viel, aber du würdest gerne aktiver werden. Was noch? So eine Art Überlegung, soll ich mich hier verbarrikadieren? Schon wieder, schon wieder. Ah, da geht es schon um diesen Mann hier. Er kommt auch in so eine Feuerenergie. Heute ein König der Stäbe, der sich hier zeigt. Das könnte ein Widder, Löwe oder Schütze sein. Und bei ihm fast schon die gleiche Geschichte. Barrikaden, es geschieht nicht viel, Pause, abwarten. Es hat sich gelohnt, in eine Frau investiert zu haben. Die Frau hat viel Potenzial. Sie gebärt immer wieder irgendwelche neue Ideen oder vielleicht bist du schon Mutter oder du bist schwanger oder du möchtest schwanger werden. Oder er möchte, dass du schwanger wirst. Oder er hat sich geschwängert. Ja, wenn du sagst, Anna, ich bin nicht in so einem gebärfähigen Alter, dann sieh das einfach so, als ob es wie so eine Art
Frau ist, die immer wieder mit neuen Ideen schwanger ist. Oder die sich für andere gut einsetzen kann. Fürsorglich ist. Was mir noch jetzt reinkommt, als ob dieser Mann dich gerne ernten würde, wie so ein Apfel pflücken, ja, vom Baum. Und das wirst du, weil du am leckersten bist. Okay, wer ist er? Wieso juckt meine Nase? Hat er große Nase? Kann er besonders gut riechen? Steht er auf Gerüche? Steht er auf einige Gerüche nicht? Ist er hypersensibel oder allergisch? So. Wer ist er? Gerechtigkeit? Können wir sagen, dass er fair ist? Können wir. Können wir sagen, dass er einen scharfen Verstand hat? Können wir. Können wir sagen, dass er viel plant? Können wir. Und wir können auch sagen, dass er vielleicht zu viel plant? Können wir auch. Können wir sagen, dass er zu rigide ist, dass er zu starr ist, dass er dazu sehr irgendwelche Regeln und Gesetze befolgt? Können wir. Und er ist sehr energisch. An sich ist er energisch, aber momentan ist er halb eingefroren. Momentan hängt er. Er hängt wie solch ein Computer. Ja? Der hängt und träumt. Und was ist mit dir hier los? Aha, okay. Einer, der dich beobachtet. Einer, der an dir hängt. An dir hängt. Ja, jetzt kam das raus. An dir hängen. Sein verletztes Herz könnte hier auch durchkommen, denn es geht hier auch um Schwärmen, um Nachdenken und verstehen wollen, wer die Frau denn ist. Wenn du sagst, es gibt hier zwei Frauen, könnte sein, ja, seinerseits sogar, weiß nicht, Mutter könnte hier durchkommen oder er zieht Parallelen mit seiner Mutter oder seine Mutter spielt jetzt irgendeine Rolle, eine besondere Rolle, sodass er, weiß ich nicht, irgendwelche Gespräche mit ihr führt oder von ihr lernt oder von ihr viel gelernt hat, abgeschaut hat oder vergleicht. Aber es kann natürlich klassisch sein, es gibt hier einfach nur noch eine zweite Frau. Ja? Und wenn die verheiratet sind, dann ist es hier mit sich trennen so eine Geschichte. Ja? Das ist, könnte im Raum stehen. Ich sehe hier mehrere Optionen, aber wenn ich da jetzt zu sehr einsteige in diese Dreiecksgeschichte, dann bin ich so ein bisschen woanders. Aus diesem Grund sage ich, wenn du Bescheid weißt, dass es da jemanden noch geben kann, ja, wenn es hier um Scheidung gehen könnte, ja, das lese ich tatsächlich hier in diesen Karten, aber bitte, für private Legungen wäre das ein Thema, aber jetzt möchte ich das ein bisschen allgemeiner gestalten, ja? Er muss sich zurückziehen. Er zieht sich zurück. Warum ziehst du dich zurück? Kann sein auch, dass viele Menschen oder viele Frauen etwas von ihm wollen. Ja, sie zerreißen ihn fast schon. Mindestens drei Stück. Vielleicht noch sogar irgendeine Tochter oder Kinder. Alle wollen etwas. Und er denkt sich, oh, wann finde ich denn eigentlich meine Ruhe? Ja, ich möchte mal auch einfach alleine sein, einfach für mich sein. Ich muss mich auch um meine Themen kümmern. Könnte auch einer durchkommen, der auch krank wird. Er wird einfach krank, weil er nicht rechtzeitig aufhört, seine Energien an diese ganzen Menschen abzugeben. Ja, weil das zu viele sind, weil die immer fordern, weil er immer da sein soll. So stellt er sich das vor. Er muss immer da sein, er muss immer etwas unternehmen. Und irgendwann sagt ihm vielleicht sogar sein Körper, seine Beine, ja, hier ist ein Gehängter und seine Beine sind eingefroren.
Das ist wie fast schon für mich wie dissoziativ, ja, sodass dein Körperteil einfach sagt, nee, machen wir nicht mit, ja, wir gehen da nicht hin. Wir tun so, als ob wir gar nicht laufen können. Es gibt tatsächlich solche psychischen Störungen, ja, Phänomene, würde ich am besten sagen, wo ganz normal sehende Menschen, sei es, erblinden. Und da hast du gar keine organische Ursache, ja, das ist dissoziativ. Und irgendwann können diese Menschen dann wieder sehen. Und oft, wenn du Psychotherapie durchführst, dann kannst du feststellen, es gab tatsächlich etwas, was heißt, der Mensch nicht sehen wollte im übertragenen Sinne. Wie schlau, bitteschön, wie schlau, bitteschön, dass sogar die Themen auf richtige Organe übertragen werden, ja, oder auf Sinne, auf Sehsinn. Du wolltest nicht sehen, dass dein Mann dir fremd geht. Du wolltest etwas nicht sehen, ja, dann bist du blind eben. Und das in Wahrheit, ja, so dass die Ärzte, die finden keine Ursache. Und die Tatsache ist nun mal da. Spannend. Wenn es mit dir resoniert, schreib mir in die Kommentare. Und wir sehen das alles im übertragenen Sinne. Alle sollen gesund sein und bleiben. Ja, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Wie sieht er dich? Vielleicht wird mir gleich einiges klarer. Der Mond bist du wunderschön natürlich. Wow. So eine krasse, starke Anziehung, ja, sodass er von dir anscheinend hier träumt und gerne träumt, neben sieben der Kelche. Er stellt sich da Szenen, wie ihr ja unterschiedlich mal gemeinsam die Zeit verbringt, wenn du vielleicht unbekleidet aussiehst. Und er natürlich auch. Ja, so entkleidet, halb Gott, halb Mensch. Mensch, 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 meine Lieben. Du bist La Luna und er ist El Sol. Ey, was sehe ich gerade? Stimmt. Ich wollte einfach nur noch ein bisschen spinnen, aber dann sehe ich, das ist tatsächlich doch die Sonne. Der Mond und die Sonne, Gegensätze ziehen sich an. Wow. La Luna und El Sol. Wunderschön. Schauen wir mal. Heute haben wir ein Match. Ihr matcht so gut miteinander. Er ist natürlich mehr so ein Selbstbewusster. Vielleicht ist er gut braun gebrannt. Keine Ahnung. Ja, die Sonne scheint jetzt immer mehr. Oder er geht ins Solarium. Und du ganz weiblich. Verträumt. Sehr weiblich sieht er dich. Sehr weiblich. Und sicher sehr männlich. Naja, eben. Ja, der Mond steht für Weiblichkeit, die Sonne für den Mann. War das in dieser Legung, wo ich gesagt habe, so viele, so viele? Nee, das war in der ersten Position. Okay, hat sich erledigt. Nee, dann sieht er dich tatsächlich in einer ganz starken Position. Warum ist das denn ganz stark? Weil er auch starke Gefühle für dich empfindet. Es geht hier um seine Gefühlswelt. König der Kelche. Heute habe ich gefühlvolle Männer hier für euch. Schön. Danke, Universum, dass ich sowas anschauen durfte. Und die Harmonie und die Saphir-Energie und die Harmonie. Ich habe jetzt wirklich Lust, die Botschaft zu lesen. Das mache ich jetzt aber so, dass ich tatsächlich bei der Nummer 45 lande. Nicht wie bei der ersten Position. Okay. Heilung, ja, die Mäßigkeit, dachte ich mir schon. Vergebung, die Heilung, wählen, akzeptieren und loslassen, Besänftigung des Herzens. Geh jetzt in deine Kraft zur Heilung, sagt der Geist des rosafarbenen Saphirs. Und das bedeutet, sich nach innen zu wenden, anstatt dir um andere Menschen Sorgen zu machen. Löse dich von dem Drang, darüber zu grübeln, was alles schiefgelaufen ist und immer wieder das Vergangene durchzuspielen. Du verdienst
es, Freude, Zuversicht und Vertrauen zu erfahren. Dazu musst du aber die alten Geschichten loslassen und dich vom Schmerz befreien, der dir nicht mehr dienlich ist. Manchmal will er jedoch nicht gehen. Wenn du spürst, wie er hochkommt, dann lass ihn zu, damit er dich verlassen kann. Lass den Tränen freien Lauf, erlöse dich, lass diese ganze Energie aus dir heraus und spüre dann, wie dich die Liebe und Akzeptanz erfüllt, die du verdienst und die dir vom Quelle aller Liebe, dem bewussten, ich wollte unbewussten, ja, schon unbewussten Universum entgegenströmt. Der Geist des rosafarbenen Saphirs kommt zu dir, um dich daran zu erinnern, dass du all das bist, was du sein musst. Ein komplettes und schönes Wesen, von dem das Bewusste, und jetzt Bewusste, ja, vielleicht war es dir nicht bewusst, wie schön du bist, aber das Universum, das Bewusste diesmal, kein Versprecher von mir, Universum weiß, wie stark es ist. Komplettes und schönes Wesen. Ja, denn La Luna, das ist integer. Das ist ja eben die weibliche Energie pur. Da hast du keine Beigaben. Da gibt es keine anderen Kontraste. Das ist voll. Ja? Dein Fass ist voll. Genau wie sein Fass ist voll. Ihr seid zwei vollkommene Menschen. Keine Hälften. Ja? Keine Hälften, die sich hier anziehen. Ja, die voneinander angezogen wurden. Hier fühle ich wirklich Menschen, die schon selbstbewusst sind, ja, die schon viel über sich wissen, die gerne deren Energien leben. Er ist gerne Mann und du bist gerne eine Frau. Und die auch ebenbürtig zueinander fanden oder gefunden haben. Wird sehr facettenreich resonieren, denn bei einigen ist er weggegangen, ja, und du hast einen großen Kummer und du weinst eventuell auch ganz schön viel, ja, du beweinst diese Situation. Das haben wir auch jetzt aus dem kurzen Text erfahren, ja, aber ich denke und hoffe, dass du mir gut zugehört hast, mach dir eventuell Notizen. Gut, unser Thema hieß ja heute, wer möchte bei dir sein, auch wenn er gegangen ist, oder wie sollen wir das jetzt verstehen? Und kann sein, bei einigen ist er nicht weggegangen, ihr habt immer noch Connection, oder er ist gegangen, aber er kommt wieder, ja, eventuell auch das, denn was nicht alles geschehen kann. Wer möchte bei dir sein? Lass mich mal das mal noch allgemein fragen. Wer möchte bei dir sein? Auf jeden Fall geht es hier um die Gefühle. Nochmal. Ich denke, du machst ihn wirklich wütend, sogar wütend mit deiner Art. Zu 80%, zu 90% sogar, zu 80%. Könnte ich so für euch hier resonieren? Natürlich nicht für alle. Dass er wütend ist, dass er doch noch nicht komplett gehen kann. Wie würdest du verstehen, dass das stimmt? Weil ich möchte jetzt versuchen, euch nicht in eine Fantasiewelt zu versetzen, ja, wo ich euch etwas erzähle und du denkst, ah, ja, er denkt noch an mich, er liebt mich noch. Wie würdest du das erkennen? Ich brauche einen Hinweis. Hier kommt Winter, hier kommt Pause, hier kommt Ruhe. Aha, ich verstehe. Ich verstehe. Ist es nicht jetzt hier ein Biber? Was ist das für ein Tier? Jemand, der dir doch noch hinterher schaut. Hast du das auch jetzt rausbekommen? Schau, wie spannend, ja? Wie spannend unser Hinweis. Ich glaube, ich melde mich bei Sherlock Holmes, ja? Und dann arbeiten wir zusammen. Jemand, der immer noch sich nach dir umdreht und schaut. Vielleicht hat sie sich auch nach mir umgedreht. Ich muss mal kurz mal checken.
Ja, was heißt das? Einer, der immer noch von sich etwas da lässt. Du bekommst etwas von ihm. Du bekommst irgendwelche Nachrichten, Botschaften, Zeichen. Etwas hinterlässt er. Etwas ist da, wo er dir zeigt, ich bin noch da. Ich bin nicht ganz verschwunden. Ich bin an dir interessiert. Und ich möchte schauen, ob du das siehst. Was willst du damit erreichen? Was willst du sehen? Was willst du genau sehen, wenn du dich umdrehst? Was willst du sehen? König der Schwerter. Der Luftkönig kommt hier. Schau mal. Ey, wie pragmatisch. Als ob er hier irgendwelche Bücher gelesen hätte. Ja, erobere ich eine Frau, so dass sie mich niemals verlässt? Wie werde ich der coolste Mann der Welt? Hier hat er eventuell einen Plan. Er denkt, er ist hier schlau. Was willst du sehen? Habe ich gefragt. Was willst du sehen? Noch will er sehen, dass du seine Gäste, diese seine Geschichten, die er aussendet, verstehst. Das ist wichtig, dass das ankommt und dass du lernst und dass du verstehst und dass du verstehst, dass sein Feuer noch für dich brennt. Ja, hier muss ich gerade Kamin sehen und da gibt es eben Feuer im Kamin. Was noch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es um irgendwelche sogar Nachrichten, Botschaften. Ritter der Kelche. Und dass man die sieht. Verstehst du? Und dass man die sieht. Dass man auch sieht, dass ihr zusammen an irgendeiner Sache arbeitet. Ja, gemeinsam Bohnen aufwachsen lassen. Ja, so magische Bohnen. Ja, und irgendwann ist das wie so eine Riesenpflanze vielleicht in einer anderen Welt. Wo bin ich da jetzt bei irgendeinem Märchen oder Film, magische Bohne. Aber eben wir gemeinsam und jeder leistet Beitrag. Aber wichtig ist jetzt eben hier für ihn auch wichtig. Oder er weiß irgendwie, dass du schlau genug bist, dass du diese seine Botschaften empfängst, dass du die auch verstehst und gut deuten kannst. Wenn er das nicht weiß, ich denke, die wenigstens tun das, dann hofft er da sowas von sehr, dass du das trotzdem noch checkst. Was will er dir heute sagen? Ich träume von dir. Es gibt irgendeinen Traum. Irgendeinen klaren Traum. Hast du einen klaren Traum? Ja, er hat einen klaren Traum. Und er verwirklicht es schon. Wie spannend das klingt. Vielleicht denkst du dir, naja, das ist mir irgendwie zu langsam. Das ist unverständlich. Aber hier hat er gute Absichten. Er hat auf jeden Fall gute Absichten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uff, 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 uff. Diese Frau wurde mir von oben geschickt. Ja, diese Frau wurde ihm von oben geschickt und die höhere Macht will das so. Und was er plant, hier kommt noch eine extra Information für diejenigen, die erwarten, dass er jemanden verlässt wegen dir. Und hier sind so die Aussichten. Komme ich gleich zu, ja? Na doch, bleib mir. Ich bleibe. Ha, cool, danke schön. Okay, das hat sich erledigt. Weiße Karte, das heißt für mich Stopp, 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 ja? Ob er sich trennt, ja? Es stand doch im Raum dieses Thema, ob Trennung ja oder nein. Ich sehe hier mehr tatsächlich Richtung Trennung. Oder du trennst dich, ja, einige trennen sich wirklich, haben sich schon getrennt. Oder wenn du erwartest, dass er jemanden verlässt, ja, das kann dir auch durchkommen, dass das hier so ist. Aber ich darf nicht reden. Und ich finde das sogar schlau, weil das eben keine private Legung ist.
Dennoch wieder zurück für die meisten von euch. Für die meisten ist das hier Folgendes, was er da tut. Ja, und mir gefällt diese Combo. Ja, Combo ist immer wichtig. Und hier sehen wir eben diese Liebenden, ja, und neun der Kelche. Neben neun der Kelche. Ich entscheide mich für mein Glück, sagt er hier. Ich entscheide mich für die Liebe, für mein Glück, für das, was mich glücklich macht. Ja, Marienkäfer. Gut, jetzt noch eine Empfehlung von der höheren Macht. Die Wahrheit hören. Ihr solltet die Wahrheit hören. Die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was ist nur noch dein Traum? Wo träumst du nur, dass er irgendeine Frau wegen dir verlässt? Wo ist denn das nur noch ein Traum? Und wo ist tatsächlich etwas drin, wo er seine Gefühle für dich zeigt? Oder wo er dir sogar zeigt, ja, ich möchte tatsächlich glücklich mit dir sein. Ich habe mich dafür entschieden. Ja, ich habe mich für dich entschieden. Und hier kommen Visionen des Lebens hinter dem Tod. Hinter dem Tod. Man kann so schön deuten. Und in dem Buch gibt es bestimmt eine mega philosophisch interessante und allgemein schöne Beschreibung für diese Karte. Aber so wie ich das jetzt fühle, Visionen für ein Leben und nicht für den Tod. Ja, nicht für Sterben, sondern für Leben. Hier gibt es Visionen. Hier soll es die geben. Große Visionen. Ja, eventuell auch solche. Mit diesen zwei Karten, wo er sich entscheidet, wo du dich entscheidest. Ne? Es gibt nicht nur er. Sich entscheidet, sondern du ja auch. Wow, von oben geschickt. Das hatte ich ja auch erwähnt, ne? Diese Frau wurde mir geschickt. Bitte schön. Du wurdest ihm geschickt, ne? Wenn du das nicht glaubst, wenn du denkst, ey, was ist das für ein Typ? Irgendwie, wo kommt er her? Ja, vielleicht werde ich ihn einfach mal zurückschicken. Aber hier kommt auch noch diese Sache. Ja, so dass es dich eventuell auch noch nachdenklich stimmt. Heaven sent from heaven. Ja? Gut, meine Lieben, Himmelskinder, ich wünsche euch alles Gute. Like diese Legung, abonniere meinen Kanal. Für private Legungen stehe ich zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben, alles Gute.